Moin zusammen, willkommen beim letzten Review von dieser Playmo Space 3. Wir haben das mal erlebt, dass es ein bisschen lange gedauert hat, aber du war ein paar Sachen dazwischen, kommt registriert, bist du am Beruf, aber wir kennen das nicht. Das hat leider ein bisschen mehr gedauert. Dafür entschuldige ich mich und komme direkt zum Set. Das Set Nummer 3536, Traumstation. Und für viele Leute wohl die beste. Das beste Set ist der Reihe. Und ich muss sagen, das hat das Playmobil wirklich gelungen. Guck mal, für die Scheibe der Figuren. Von dem Steckhummer. Drei Normalastronauten. Am Gehl im roten Weißen. Schaut, dass wenn es nicht bei dem Set in einer Pfiff dabei gekommen ist. Und dann noch die heutigen zwei Blauen, die auch in einem anderen Set entstehen. Die ich auch schon gewesen habe. Und dann haben wir alles komplett. Zubehör war das üblich dabei. Was flott war, dass er auch in die Schubkarton tun, wenn sie eine Tat, die nutzen da lo. Das Werkzeug war ja auch alles der Zahlwürst, aber ich finde eigentlich gut. Die Figuren sind nicht 100% komplett bei mir. Der nächste Wand der Kampf, wo ich mich da werde, wahrscheinlich eigentlich ob sich mal für das alles zu komplettieren. Aber die brauchen wir noch nicht. Der weiße Astronaut, der nicht seine Rüstung nicht und. Das hat den Grund, und das weiß ich schon nur ein bisschen spät. Voilà, die mal weg. Und dann kommen wir zum Raumschiff selber. Da steht dann Dinger voller Pracht. Zum drei große Merkmale hat es, und zwar der große Radar oben, die Glaskuppel und die Oktonal vorn. Ja. Für voranzukommen, zur Milchkette, entweder hier, dann ein Glück, dann haben wir schon einen Trab übrig. Mit einem Dier, einem Kompressionsdier, da hat Playmobil ein bisschen auf Realismus gesagt, wie eigentlich auch bei vielen Sachen. Oder, an den Setter, das ist Science Fiction, ein bisschen Realismus, das fand ich gut. Da den schließe ich nicht da nicht aus. Auf dieser Seite haben wir die Saalwäsche. Ich hoffe, das spielt nicht zu viel. Matteluten. Das war tipptopp. Bausen hat man noch pur verschiedene Luten. Und das war für mich der schwache Punkt von diesem Set aus die zu kleinen Motoren, die zu kleinen Düsen. Normalerweise waren die Ritsch-Ratsch-Geräusche, aber das sind Geräusche, die verschwanden mit der Zeit. Sogar wenn sie nicht viel benutzt werden, für die Plastik, die schafft weiter. Dann haben wir hier noch Scheinwerfer, ein ganz originell noch Radar. Schön, dass wir Radar sehen. Ja. Leider, wie gesagt, sind keine extra Stecker dabei gekommen. Das hat für den Grundhandknopf noch dran machen, Platz wäre vielleicht gewirscht. Da das ein bisschen schwer. Um Satai fehlen noch auf der Seite und zwei so Sticker mit Playmo Space. Die sind nicht drauf, dafür haben wir immer Lever Stecker sie gedruckt. Das hält mich lang. Und dass du gut soll sehen. Und meine Nacht lang zu sichern. Außen, ja, noch absahne ich das. Dann Future. Ein Innen, zwei, absah. Die kann ich alle fest ran setzen. Und dann kann ich da mal rundherum fliegen. Das ist relativ schwer für Kleinkanner und ein bisschen unhandlich. Mitgehen aber. Mit der Teiner sind doch nicht so wirklich geduscht, für da mal drum zu fliehen. Das ist eine Basis. Voilà. Guck mal mit den Banden. Für zu spielen, also wirklich ideal, das Set. Weil kann ich relativ und alles gut tun. Und zwar, weil ich die Kuppel einfach kann hochfallen. Die erst meistens, in diesem Fall, das eigentlich einen guten Zustand nach. Zerkratzt, das ist normal. Das ist ein großes Flash, das ist durchsichtig. Wie gesagt, an dem Heidmodell geht eigentlich noch ganz gut. So, da bin ich ganz zufrieden, da kann ich noch ein polieren. Kommen wir zum Interieur dran. Und ich muss sagen, den ist noch mal ziemlich gelungen. Und zwar, ich lenke das ganz teil.
umdrehen. Ups, nur falls du natürlich also nähen. Das ist gut. Ja, die bleibt auch natürlich nicht so, wie sie soll sehen. Ein bisschen mehr hell. So. Dass man aber gesehen, was halt dran ist. Hier haben wir die zwei Angänge, wo man rackend. Nur muss mich schon halt ab. Das ist aber normal. Meistens. Was ich überlegt habe, gut tun. Das sind hier die zwei Bette hier. Das haben sie ganz gut gekriegt. Aber sie können schlafen. Hier innen. Man muss mal zu weiter platzen. Und damit haben wir ein Kommandozentral, kann ich vielleicht so nennen, ein Kommandopult. Das ist auch drin. Nehme ich noch weg. Ich denke, es sind zwei Sticker drauf, sind dieselbe Sticker, die man gut kennen, haben selben Stil. Playmobil war da nicht ganz immer original, muss ich sagen, sondern nicht ganz viel Fantasie. Und dann hier zu Platzen für die Piloten. Mit relativ vielen schönen Sticker drauf. Die haben nämlich relativ gut, weil die auch relativ gut geschützt sind, muss ich sagen. Voilà. Für Menschen drinnen zu setzen und Figuren muss ich sie ausdrücken, sonst passen sie einfach nicht dran. Das hat er so gemacht gewischt. Voilà. Habe gesagt, in der Reihe von den Nudeln, von den Ahnensetter, schau mal, voilà. Habe gesagt, dass sie überlaschen sind. Da tun sie Playmobil mittlerweile besser gelöst. Du hast alles zu, das ist viel noch, es fallen keine Stecker an. Meistens, wenn du so ein bisschen gerüttelt hast und in den Herren, da sind für ein Tast dran gefallen, als ein, in einer, irgendwie Stecker gefallen, und das für da draußen zu kriegen, das war ein, das ist ein Hundsmisier. Voilà. Dann haben wir noch etwas ähnliches, das ganz klein so gedacht wie ein Labo. Und ich auch wo. Und hier, das soll doch wahrscheinlich eine Art Spul stehen sehen. Da ist auch ein bisschen tief gelöst, mit vier schönen Tasen. Die haben doch ganz flott sehen. Wir haben die schon scannt. Und den Fokus hat halt. Die sind. Ich fand, dass die schon so klein futuristisch in Ustrach sind. Schön aus der Chrom, bei der das ist ganz schön. Voilà. Hier hätte ich mir noch vielleicht ein kleines Detail gewünscht, dass so ein bisschen Platz. Von hier vielleicht ein kleines Kischen noch gedeiht gewesen. Dann hat man können, komplett so, okay, das war kein Dusch dran. Aber, okay, wir können zufrieden damit sein. Playmobil hat für 2-3 Jahre meine neue Space-Reihe rausgebracht, die wirklich zum Teil ganz, ganz gut aus. Auch hier, das heute Raumschiff, das hat nämlich ein Update gekriegt. Mein groß, bis mein groß, mit meinen Möglichkeiten. Ich blende noch die Bilder an, mit der Nummer. Die Nummer fällt mir nämlich natürlich nicht an. Was mir aber ein bisschen zu viel Richtung Realismus gegangen ist, ein bisschen zu wenig Science Fiction. Da sind ganz viele Sachen dran, wo ich mir so, die brauche ich nicht unbedingt. Dann ich weiß nicht, ob da kann wirklich so viel Spaß gemacht hat, verschiedene Sachen. Und was natürlich Playmobil ein Nordel ist, für mich auf jeden Fall, sind extrem viele Kleinstecker dabei, extrem viel. Also die an 20 Uhr das wollen sammeln, viel Spaß für alle die Stecker rumzufangen. Da könnte man das wirklich ein Klo. Aber zum also Set selber, bis außer die zwei kleinen Motoren, die ich mir auf seinen Wunsch gewünscht gehabt hatte, wenn ich zum Beispiel hier auf der Seite ein bisschen Großsachen machen, Großmotoren machen, die. Das ist ein bisschen schwer, weil die zwei Klänge heute das aber ein bisschen wenig. Das ist. Das so wie das. Spiele konnte ich relativ gut. Bis auf die kleinen Stecke hier. Ja, noch ein bisschen Radar, die große Radar auf der Kuppe, Glaskuppel. War aus der Zeit hier relativ stabil. Das für zu spielen, typisch Playmobil die Zeit. Das ist alles ein bisschen mehr einfach. Obwohl ich fand, sind sie wirklich mehr mit den Detailer.
Für seit wann meine Lo 35 Jahre, über 35 Jahre hat, also schon ziemlich weit, muss ich sagen. Da kann ich wirklich nicht so. Kommen wir noch ein kurz zur Box. Voilà, hier ist das Gutsteck. Wie man mit dem Playmo Space Logo. Box selber ist in einem guten Zustand. CR, wie wir mal so behaupten, vielleicht sogar 8,5. Großkosten sowieso ein Pascht für einen guten Zustand zu fangen, weil sie einfach groß sind, weil sie immer ein viel Stoß aufkriegen. Die eine oder ist nicht perfekt, bei weitem nicht, mir ist das aber noch ganz schön für an den an Vitrinen zu setzen. Wir müssen auch noch fertig kommen. Kommen wir auf hier natürlich. Station selber, mit allem, was dran ist. Hier auf der Seite. Ein Bild, das man so eigentlich auch kennen, nicht ungewöhnlich. Dasselbe, Eihannen. Alles Bilder, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Und da waren sie auch nicht ganz original, das war natürlich aber flott. Also auch für dann, weil sie lohnen, dass ob dieser Kiste ein bisschen größer ist wie auf den anderen Kisten. Und da kann ein bisschen mehr interessant sein. Voilà. Die. Nur gesagt, ein bisschen wie alles funktioniert, mit den Tasen, wie gesagt, wie sie rauskommen für Dekompression. Das kann ich schlafen. Natürlich Kommandozentral, du hast auch Funkgerät, was ich nicht tun. Interessant, was du gerade gesehen hast, woher ich es weiß. Vielleicht eine Präversion, das weiß ich noch nicht. Es gibt noch eine Koppel. Dass die ihrem durchsichtig ist. Vier drüber ist aber ausnahmsweise ein bisschen wie blutig gehalten gehen. Dann sehen wir natürlich hier die Fehler, alles durchsichtig zu weisen. Dann hier die letzte Funktion, da sind Face kann ran machen. Zum Abschluss meine Frau, was hält er von der ganzen Reihe? Ich fand ziemlich schön, flott, Kindheitserinnerungen, alles Set hatte ich leider nicht. Einen guten Teil, leider nicht alle gut, denn das ist mittlerweile noch geil. Für mich also ein wunderbar schön Reihe, einfach gehalten, robust. Natürlich kann ich so ein Kind in High bis mit Do bis mit, wie gesagt, mir schwarz einfach von Spielsachen, die ich schon über 35 Jahre sind, und danach sollten sie stabil sind, auch Spaß finden. Ich fand eigentlich auch ganz gut, dass okay, mit dem Werkzeug da haben sie können verschiedene Sachen mehr machen, am Zubehör oder mal ein bisschen mehr aufwieseln. Da sind schon 100% modisch. Das ist klar. Auf der anderen Seite fand ich aber auch gut, dass es nicht so verlässlich ist, sondern das kann auch, wenn sie nur mal da wilde Spiele oder gespielt haben, dass auch verschiedene Sachen müssen sich selber ausdenken. Das ist eigentlich flott von. Das hat natürlich noch viele Sachen haut, die damals. Sind viele Sachen nicht gehen, Tablet oder so. Natürlich, wie gesagt, die Neuauflage, die war gibt viel, viel mehr Details hier. Ja, effektiv ganz schön, würde ich sagen. Wie gesagt, für mich ist es schon bald überall spannend dran, und Details und für dann um Zubehör. Mir geht noch ein Schritt bisschen weiter. Denn dieser Kanal hat eigentlich auch gedacht, für euch da mit Vintage-Sachen zu weisen. Eigentlich hauptsächlich mit Vintage-Sachen, die mit Vintage zu tun haben. Könnte aber vielleicht Sinn, wenn ich bei meinem Jungen um Speicher alles rumfahre, dass vielleicht die neue Auflage auch ein präsentieren. Mal gucken. Da waren ein paar Sätze oder Flotsätze dabei. Also nicht, merci für's Nachgucken. Und so hoffentlich bis geschwind.